Liebe Gäste, sagt Ihnen die Zahl 996 etwas? Das ist die Standardformel eines chinesischen Arbeitnehmers bei einem grossen Konzern wie Mobile China oder Alibaba und bedeutet vom 9 Uhr morgen bis am 9 Uhr abend 6 Tage in der Woche. Und die Chinesen scherzeln jetzt schon, dass im Zusammenhang mit dem Handelskonflikt sie kompetitiv sein müssen und die Formel ein bisschen revidieren. Und sie haben eine neue magische Zahl und die ist 007. Bedeutet Mitternacht bis Mitternacht, 7 Tage in der Woche. Die Chinesen sind fleissig und es gibt viele Chinesen. Und das macht irgendwie Angst. Und zudem kommt noch, dass wir sie nicht so gut kennen. Die Kultur nicht kennen, die ist zwar 3000 Jahre alt, aber uns ein bisschen fremd. Und das macht noch mehr Angst. Und wenn jetzt die Amerikaner mit Zöllen drohen und Zölle eingeführt haben, ist das echt, wie sie auch von der gelben Gefahr Angst haben? Oder warum machen sie das? Und ich glaube, vor der Gründung gibt es zwei Gründe. Der eine ist, nicht nur die Amerikaner, sondern wir alle im Westen haben irgendwie das Gefühl, die Chinesen muggeln ja ein bisschen und so, oder? Die schiessen ein bisschen da und dort. Wir wissen zwar nicht genau wo, aber es ist alles nicht ganz so korrekt. So Copycat China, oder? Das stört alle irgendwie. Das ist sicher der eine Grund. Und der andere Grund ist natürlich, die Amerikaner haben Angst um ihre Jobs. Und sie haben in den letzten 15 Jahren haben sie etwa 3 Millionen Arbeitsstellen verloren in der Industrie. Und es gibt natürlich verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicher, dass man generelle Verlagerung hat von Industrie in Dienstleistung. Der zweite Grund ist Automatisation. Und der dritte Grund ist sicher aber auch, dass Chinesen vieles besser und billiger produzieren. Und heute Abend wollen wir über den Handelskonflikt reden, USA-China. Wir wollen darüber reden, wie Politik versucht, die ökonomischen Realitäten zu übersteuern. Eben, dass eine billiger und besser produziert als der andere. Und wir wollen darüber reden, wie Politik von zwei Grossmächten uns in der Schweiz tangiert. Und zu dem letzten Punkt einen ganz kurzen Vergleich. Wenn man die Exportzahlen nimmt im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt, dann ist exportiert Amerika etwa 12%, China 20% und die Schweiz 65%. Und das zeigt, oder, wenn man mit diesen Zöllen so in eine Art Deglobalisierung steuert, hat das für uns Schweiz grosse Folgen. Und darum diskutieren wir das heute. Durchs Programm leiten wird Christine Meier. Christine Meier muss ich wahrscheinlich nicht vorstellen. Sie kennen sie sicher alle. Und wenn sie da oben steht, dann wissen sie alle, wer sie ist. Trotzdem sage ich, sie hat 30 Jahre Erfahrung beim Fernsehen. Sie hat 10 Jahre den Club moderiert. Sie hat 10 vor 10 moderiert. Sie ist Chefredaktorin beim Sonntagsblick. Und seit 2016 ist sie selbstständig als Kommunikationsexpertin, als Moderatorin und als Auftrittscoach. Bevor ich ihr jetzt aber das Wort übergebe, noch ein Punkt, den ich vergessen habe am Anfang. Ich will, liebe Gäste, ich will mich bei Ihnen natürlich ganz herzlich bedanken, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und sich Zeit genommen haben, zum kommen. Das macht uns ganz grosse Freude, wir von Lienhardt und Partner, dass Sie heute Abend da sind. Und das ist alles, was ich sagen wollte. Und ich übergebe der Christine Meier das Wort, wenn du auf die Bühne kommst. Danke vielmals. Danke schön. Danke schön. Danke schön, Dori Prader. Ich weiss gar nicht, wieso dass ihr eine Moderatorin engagiert. Ich habe das Gefühl, er ist da wirklich total in seinem Element. Und er hat mir auch gesagt, das sei immer eine super Stimmung da drin.
Und sie nickt, Frau Lienhardt. Ich freue mich sehr, dass ich heute da bin. Danke vielmals, Duri, danke auch fürs Vertrauen. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Wie gesagt, ich freue mich, dass ich Sie durch den Wirtschaftsapero von Lienhardt und Partner darf begleiten. Und es ist mir natürlich auch eine Ehre, dass so viele von der Familie Lienhardt jetzt hier in der ersten Reihe sitzen, ein bisschen kritisch schauen. Ich gebe mir also schaurig Mühe heute Abend. Wir diskutieren, der Duri hat es bereits gesagt, da hinten steht es über den Handelskonflikt USA-China und Folgen für die Schweiz. Wir wollen das ein bisschen auf eine besondere Art heute machen. Wir haben nämlich zwei Experten aus ihrem Bereich eingeladen. Wir haben den Amerika-Kenner, den Martin Nabil, bei uns und den China-Insider Hans Rudi Schmid. Die beiden Herren werden jetzt dann in maximal 8 Minuten aus ihrer ganz persönlichen Sicht ihre These, ihre Gedanken darlegen zu dem Handelskonflikt und die allfälligen Folgen für die Schweiz. Sie werden dann sehen, da hinten ist eine Uhr eingeblendet. Das ist ein bisschen suboptimal, wenn die da hinten ist, weil ich die nämlich eigentlich da wählen, damit die Herren die sehen. Jetzt könnten sie sie eigentlich ignorieren, aber ich werde dann schon schauen, dass das nicht passiert. Also, die haben je maximal 8 Minuten. Dann gibt es einen Ton und dann würde ich sie beide bitten, zum Schluss zu kommen. Falls sie überhaupt die 8 Minuten brauchen. Anschliessend werden wir dann hier ein paar von diesen Punkten, die sie aufgeworfen haben, diskutieren. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie in einem zweiten Teil dann auch würden mitdiskutieren. Das heisst, stellen Sie Fragen, geben Sie Input, teilen Sie Ihre Gedanken, vielleicht auch Ihre Bedenken mit uns. Einfach die Hand aufheben und wir kommen dann mit einem Mikrofon zu Ihnen. So, und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir voll in Inhalt. Wir fangen an mit Martin Nabil, ganz ein bekanntes Gesicht. Sie kennen ihn sicher alle. Ursprünglich Jurist. Seit 15 Jahren ist er CEO von der Swiss American Chamber of Commerce und heute Abend ist er da bei uns. Herzlich willkommen, Martin Nabil. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir aus ganz herzlich willkommen an diesem Abend. Auch ein Dank an Lienhardt und Pater, an Duri Prater. Wir sind natürlich nicht sowohl mein Nachredner und ich sind natürlich nicht wegen Duri Prater da, sondern wegen Christine Meier. Die sehr charmante Dompteurin hat uns ganz klar, ganz harte Regeln gegeben, hat gesagt, erstens einmal maximal 8 Minuten und zweitens, es muss sehr provokativ sein und ich werde natürlich folgen. Ich würde es nicht wagen, nicht zu folgen. Vielleicht ganz kurz zuerst. Ich bin nicht da als USA-Vertreter. Ich bin da als Vertreter für die Schweizer Wirtschaft und für die Schweizer Volkswirtschaft. 70% von meinen Mitgliedern sind Schweizer Firmen. Einfach Amerika ist sehr wichtig für die Schweiz. Und auch der Konflikt ist nicht Amerika gegen China, sondern der Konflikt, den wir diskutieren, ist eigentlich der Westen gegen China. Und ich komme darauf zurück. Vielleicht ganz kurz, ich liebe Amerika, aber das heisst so lange nicht, dass ich alles mag. Und wenn ich die Frage nachher, der berühmte, wie heißt jetzt wieder da, der Präsident, der Donald, also wenn wir über den reden, will ich Ihnen klar sagen, ich bin kein Freund von Donald Trump. Und vor allem, ich bin kein Freund von seinem, wie sagen wir dem, fehlenden Stil. Ja, ich glaube, sehr diplomatisch gewesen. Aber er macht also nicht alles falsch und auch das können wir vielleicht noch diskutieren. Also das erste Mal, und dort sind wir sicher einverstanden mit mir nach, ich bewundere China auch. Was China in den letzten 20 Jahren, also China, das heisst die chinesische kommunistische Partei, geschafft hat, ist mehr Leute aus der Armut, aus dem Hunger rausnehmen, als je das vorher in der Geschichte der Menschheit passiert ist. Sie haben rund 600 Millionen aus einer bitteren Armut rausgeholt zu relativ guten Lebensstil. Die Chinesen sind auch sehr fleissig, wir haben es gehört, technisch sehr gut versiert, gut organisiert. Und China, das heisst die chinesische Partei, hat wirklich Wirtschaftstolls erreicht. Also es geht nicht um China-Bashing. Das Problem fängt an, ist, dass China zu der alten grossen Macht zurück. Also sie wollen zurück ins Zentrum der Welt, der sogenannte Reich der Mitte, wo die ganze Welt kowtow macht und sich verbürgt vor dem chinesischen Kaiser. Und auch das ist noch nichts Verwerfliches. Das dürfen die Chinesen machen, wenn sie wollen. Es wird dort ein bisschen problematisch, wenn die beiden Systeme, sind zwei Systeme, sich treffen. Und nicht, weil die Chinesen wollen ins Zentrum der Welt zurück, müssen wir kapitulieren. Darum fordere ich Reziprozität in diesen zwei Systemen und gleich lange Spiesse. Und wenn sie dann die gleich langen Spiesse immer noch billiger und besser produzieren, à la Bonheur, dann haben wir verloren.
Aber das ist nicht so. Ich gebe Ihnen einfach zwei Beispiele. Wieso darf ChemChina Syngenta kaufen? Aber Syngenta können nie im Leben überlegen, ChemChina zu kaufen. Wieso darf Alibaba, der Päckchenvertreiber, auf der ganzen Welt operieren? Aber Amazon darf nicht in China operieren. Das sind einfach Ungleichgewichte, die wir nicht akzeptieren können. Und die Ungleichgewichte kommen von einer grundlegenden Problematik. Wir, das heisst der Westen, Europa, Schweiz, Amerika, haben die letzten 50, 100 Jahre ganz viele Regeln etabliert, die unser Leben soll gerechter, fairer, besser machen. Menschenrecht gegen Auslandskorruption, gegen illegale Staatssubvention, gegen Monopol, gegen Insider-Trading für den Schutz der Privatsphäre, Luft holen für den Datenschutz, für Arbeiterrecht, für maximal Arbeitsstunden, das eben nicht 996, sondern Transiseur, für minimale Ferien, für maximale Arbeitszeiten und für zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. So, jetzt sagt China, das sind nicht unsere Regeln. Das dürfen sie, das ist kein Problem, das ist nichts Verwerfliches. Nur wieder, wenn die beiden Systeme zusammenkommen, haben wir ein Problem. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Eisenbahnmärkte. Vor etwa 20 Jahren hat China, also die chinesische kommunistische Partei, beschlossen, wir brauchen mehr Eisenbahnen. Wir haben Technologie nicht, dann haben sie eingeladen, Siemens aus Deutschland, Alstom aus Frankreich und Bombardier aus Kanada, die drei Weltmarktführer im Eisenbahnbau, auf China investieren, in einem 50-50-Verhältnis mit China. Und dann haben sie das gemacht, was sie explizit in ihrer Strategie schreiben, ist, Firmen mit interessantem intellektuellen Eigentum einzuladen, investieren in China und dann das geistige Eigentum transferieren auf chinesische Firmen. Und dann ist ein unglaublicher Wettbewerb gegangen unter den chinesischen Firmen und das haben sie auch weiterentwickelt, das ist nicht Copycat, sondern die haben einfach den Sprung gemacht und haben dann weiterentwickelt. Und dann haben die kommunistische Partei vor 5 Jahren die drei erfolgreichsten Eisenbahnhersteller zusammengetan in eine grosse Firma, in ein chinesisches Monopol. Und haben die subventioniert, also illegale Staatssubventionen, und schicken jetzt die nach Europa. So. Wer dort billiger produzieren? Der, der das IP, also das Eigentum gestohlen hat und dann illegal subventioniert, oder sind es die anderen? Die, die nach unseren Regeln, die gerechter, fairer und eben besseres Leben sollen etablieren. Und dann haben Siemens und Alstom gesagt, da müssen wir reagieren und wollen mergen. Also zusammenkommen, damit man einen größeren Effekt hat. Und dann hat der Europäische Gerichtshof gesagt, dürfen die nicht, weil nach unserem Gesetz gibt es ein Monopol in Europa und darum können wir das nicht zulassen. Und darum haben wir ein Problem. Also entweder tun wir den Chinesen bestimmte Leitplanken an, wenn sie zu uns kommen, oder wir sagen einfach, wir können eh nichts machen, wir lassen es einfach über unsere Industrie hinweglaufen. Das Gleiche ist passiert, Photovoltaik, bei den Windrädchen, bei allem. Und wenn wir uns jetzt nicht wehren, dann haben wir ein Problem. Es gibt noch viele andere Ungleichgewichte, die noch kommen, dass China mal ein Entwicklungsland war. Heute hat China 2,5 Mal höhere Zölle als in Amerika. Es gibt keinen Grund dafür. Ein Päckchen für Shanghai auf Solothurn ist billiger als ein Päckchen für Zürich auf Solothurn. Weil die Termination Rate von 1969 vom Weltpostverband ist und China nachher immer Veto eingelegt hat. Das zahlen übrigens wir. Wir miteinander zahlen das, oder? Oder eine chinesische Firma kann in der Schweiz gegen die Regierung, gegen andere Schweiz, gegen andere Firmen klagen. Tun Sie mal einer Schweizer Firma sagen, sie sollen mal gegen den chinesischen Staat klagen. Das sind Ungleichgewichte, die wir nicht haben können. Und als letzter Punkt, ist gut, als letzter Punkt Belt and Road. Das ist das chinesische Projekt zum Infrastrukturbauen in Entwicklungsländern. Sie bauen die Infrastrukturen, die für die chinesischen Interessen gut sind, auf Kosten für diese Länder. Und das ist ein relativ neues Projekt, 5 Jahre, und trotzdem haben sie also schon in Sri Lanka haben schon einen grossen Hafen übernommen, wo sie gebaut haben, obwohl der ökonomisch komplett unsinnig war, aber weil es chinesischen Interessen Geld gehalten hat. Und Sie wissen, Sri Lanka ist nicht ganz frei für Korruption. Und darum, so wie wir England verurteilt haben, dass die sich mal Hongkong unter den Nagel gerissen haben vor 170 Jahren und für 150 Jahre sogenannt besessen haben, genau gleich müssen wir es verurteilen, wenn die Chinesen 99 Jahre sich den Hafen Hambantota für 99 Jahre unter den Nagel reissen. So, wir haben keinen Wirtschaftskrieg im Moment. Wir haben ein paar Zahlen gehört, Export,
amerikanischen Export nach China ist 0,6% vom Bruttoinlandprodukt. Und chinesischer Export nach Amerika ist 3,9% vom chinesischen Bruttoinlandprodukt. Das heisst, wenn es da ein paar Zölle drauf gibt, gibt es keinen Wirtschaftskrieg, der irgendwie wirklich die Leute in Bedrängnis bringt. Und wenn die Fernseher in New York 10% teurer sind oder wie noch, mein Gott, die letzten 20 Jahre sind die Fernseher jedes Jahr 10% billiger geworden wegen der Chinesen. Und darum ist das sicher noch kein Problem. Aber ich glaube, der Handelskonflikt, der eigentlich da ist, um die vielen Ungleichgewichte, die ich beschrieben habe, eben wieder auszugleichen, den Handelskonflikt brauchen wir. Er wird unangenehm, er wird lang dauern. Das ist nicht etwas, was man mit einem Vertrag macht. Und ich bin fast fertig. Den brauchen wir, damit unsere Wirtschaft kann so weiter funktionieren, wie wir eben wollen. Weil es fairer, gerechter und eben mit gleich langen Spiess ist. Und wir wollen die Wirtschaft für unsere Kinder und für unsere Enkel haben. Darum müssen wir China Leitplanken anlegen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Martin Navin. Dankeschön. Also, wir haben also gar keinen richtigen Handelskonflikt, da könnten wir ja jetzt gerade in Apero. Jetzt wollen wir mal schnell schauen, ob Hans-Rudi Schmid das auch so sieht. Auch er ist ursprünglich Jurist, hat sehr steile Karriere gemacht und immer noch macht er die, aber in der Finanzindustrie. Er hat schon sehr früh Asien entdeckt als interessanten Markt und hat bereits 1994 dort investiert. Er hat dann die HSZ Group gegründet. Das ist eine renommierte Investmentgesellschaft, die einen der erfolgreichsten China-Fonds managt. Seit 2000 ist die Gruppe in Hongkong ansässig. Die ersten paar Jahre ist er noch pendelt zwischen Hongkong und Europa. Und dann ist ihm das wahrscheinlich etwas anstrengend geworden. Seit 2006 hat er sich nämlich in Hongkong niedergelassen, lebt dort mit seiner Frau, die heute auch bei uns ist, und den 3 Kindern. Und er hat den wirtschaftlichen Aufschwung von dieser ganzen Region aus allernächsten Nähe können mit beobachten und auch richtig mit erleben. Und darum freuen wir uns sehr, dass Sie jetzt bei uns sind und Ihre Sicht von den Dingen darlegen. Herzlich willkommen, Hans-Rudi Schmid. Danke schön. Danke. Guten Abend miteinander. Es ist eine ganz grosse Freude, dass ich hier bei Ihnen darf in Zürich sein. Danke an Lienhardt und Partner für die Einladung. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Martin Navil und natürlich moderiert durch Christine Meyer. Ich folge Ihnen auch, nicht nur der Herr Navil, und darf jetzt eben nicht antworten auf das, was er gesagt hat, sondern das haben wir eben genug Zeit in der Diskussion. Und du jetzt ein paar Thesen in den Raum stellen, die mir helfen sollen, Ihnen die Perspektiven aufzuzeigen. Und ich glaube, das Problem, das wir jetzt haben mit China, das ist weniger China selber, als eben unsere eigene Bedingtheit, unsere Perspektive aus dem Europa, wo uns ein bisschen im Weg steht. Weil wir aus dem Westen das China ja anschauen durch den Filter von Hongkong, und ich dort wohne, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich 3 Beobachtungen zu den Gründen von diesen Protesten jetzt in Hongkong voranstelle. Auf der einen Seite sehe ich eine Führungsschwäche. Im 1997 sind die Engländer abgezogen und die Chinesen, die kommen erst 2047 in diesem Hongkong an. In der Zwischenzeit haben wir das Machtvakuum, das gefüllt worden ist von den Zivilbeamten in Hongkong und von den Tycoons. Und die haben das nicht besonders gut gemacht. Das gibt viel Raum, für dagegen zu protestieren. Zweiter Grund für die Proteste sehe ich in einer Überraschung. Die ganze Welt und darum auch alle Hongkonger sind überrascht, dass China nicht mehr und mehr aussieht wie Hongkong. Das war die Annahme, die wir gehört haben, China öffnet sich. Da ist also gut, dann lernen sie, was da alles so gut ist und am Schluss sehen sie so aus wie wir. Ab 2013 ist es klar geworden, dass China Selbstvertrauen entwickelt hat, seine Nation zu bauen aufgrund von der eigenen Geschichte. Und dann ist der Hongkonger klar geworden, dass ihr Hongkong über Dauer eher so wird aussehen wie China, anstatt umgekehrt. Und das passt nicht allen. Und der dritte Grund, wieso wir jetzt eben die Proteste haben, und ich glaube, das ist der wichtigste, da ist noch ein anderer. Die Jugend von Hongkong, die hat es schwer. Wer vor 10 Jahren etwas in Hongkong hatte, der hat heute mehr.
Dank der Tiefzinspolitik sind Immobilien auf, sind Mietwerte auf, sind andere Finanzaktive auf im Wert, aber die Saläre haben stagniert. Wer vor 10 Jahren nichts hatte, der hat heute auch nichts. Wenn ein Studienabgänger einen Lohn hat von etwa 2'000 umgerechnet, 2'000 US-Dollar, und für seine Miete von einer 30 Quadratmeter Wohnung muss 2'500 Dollar zahlen, dann geht die Rechnung nicht auf. Und dann wäre ich an seiner Stelle auch auf der Straße. Nur, woher kommt das? Das ist direkt das Resultat von der Geldpolitik, wo das Amerika nach der Finanzkrise in die Welt gesetzt hat und wo jetzt zu Ungemach führt, nicht nur in Hongkong, sondern in der ganzen Welt. Das Auseinanderdriften von Arm und Reich, wo letztlich die Jungen, die gar noch keine Chance hatten, etwas aufzukumulieren, das spüren die jetzt. Also die Probleme, das Hauptproblem, das ist nicht geschaffen worden in Peking, sondern das ist geschaffen worden in New York und in Washington. Genug zu diesen Gründen. Ich gehe jetzt zu meinen 8 Thesen, wo es ja darum geht, zum Thema China heute oben. These 1. China hat Erfolg. Und weil es Erfolg hat, kann sie jetzt seinen eigenen Weg gehen. Muss nicht anknüpfen an unseren Erfahrungsschatz im Westen, sondern macht das aufgrund von der eigenen Geschichte. Bis vor kurzem sind sie stecken geblieben im Mao und der kommunistischen Ära. Heute ist es klar, dass sie weit, weit viel zurückschauen in eine Geschichte, die länger ist als die, die wir hatten, hier zu Europa. Sie werden die grösste Wirtschaft. 9'600 Dollar pro Kopf ist das Einkommen in China, 62'000 in den USA. Der Unterschied, der wird kleiner, nicht grösser. Und das umgerechnet auf 1,4 Milliarden Leute, das gibt eine Rechnung, wo eine Masse, eine Flut, wo eigentlich schwierig ist, das zu stoppen. These 2. China respektiert unser westliches DNA und baut auf seinem eigenen auf. Es setzt eigentlich nur zwei Sachen sind ihm wichtig. Das eine ist, dass der westliche Kolonialismus, der gehört der Geschichte. Von dem haben sie sich befreit und den wollen sie nicht mehr. Auch nicht in ihrem Hinterhof, auch nicht in der South China Sea. Und das zweite ist, sie schauen nach Westen und sagen, was kann ich da kopieren? Und sagen, ja, so liberal tönt gut, aber die Systeme zeigen ein bisschen Ermüdungserscheinungen und viele Schwächen, die sie eigentlich gar nicht wollen oder gar nicht wollen und gar nicht müssen kopieren. These 3. China ist keine Bedrohung. Expansion geografisch war nie in der Geschichte der Chinesen. Sie machen Handel und machen Handel allein. Sie offerieren Deals und die Deals kann man ablehnen. Sie haben auch keine Weltwährung, wo sie einem können nicht neu zwingen damit, wie das die Amerikaner mit uns gemacht haben, wenigstens mit dem Bankensektor. These 4. Die USA sind der Aggressor. China will Gleichberechtigung. Die USA will sie Vormacht schützen. Die USA macht China zum Feind, weil sie Angst haben vor einem sportlichen Wettbewerb mit China. These 5. In China in der Tat haben es die Minderheiten etwas schwerer, als sie es haben bei uns. Ich meine, dass in der westlichen Welt jetzt zunehmend überall, wo es läuft nach dem Finanzdiktat von den USA, die Mehrheiten es schwierig haben. Nur ist das nicht etwas, das so dargestellt wird in unserer Wahrnehmung, in unserer Presse. These 5. These 6. Ein Hoch auf die Vorreiterrolle von unserer Schweizer Politik. 1950 waren wir eine der Ersten, wo 3 Monate nach der Gründung der Volksrepublik, wo China anerkannt haben. Und nachher 2014 nach Island, das erste europäische Land, wo China anerkannt hat, wo ein Freihandelsabkommen mit China abgeschlossen hat. These 7, nochmals hoch, und zwar auf unsere Neutralitätspolitik und Politik der Nichteinmischung. Wir sollen stolz sein auf unsere Werte, wir müssen die aber nicht anderen aufschwätzen. Wir respektieren andere, die andere Werte haben und andere Anschauungen. China macht das auch so. Und zum Schluss, These 8, sportlicher Wettbewerb mit China
wird uns Schweizer ungeahnte Möglichkeiten bringen. Nicht zuletzt auch mit dem Belt and Road, das erwähnt worden ist, wo, wenn das gelingt, ein Eurasien schafft, ein neuer Kontinent, wo nach verschiedenen Regeln die Leute glücklich werden, aber wo man Handel kann intensivieren kann, wie es noch gar nie existiert hat auf Erden. Find schafft mit China wird das Gegenteil bringen. Und die kleine Schweiz kann und soll der Richtung vorangehen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Unglaubliches Timing. Sehr präzise. So wie die Chinesen ja arbeiten. Ja, genau. Herr Nabil, eine Frage an Sie. Gerade vorweg. Sie haben wirklich eifrig Notizen gemacht. Wo haben Sie am meisten Widerstand in sich gefühlt und das Gefühl gehabt, da muss ich einfach eine Replik geben, das kann ich nicht so stehen lassen? Habe ich Viertelstunde Zeit? Nein. Nein. Gut, also, vielleicht ganz kurz drei Sachen. Das erste ist einmal, wir reden nur mal nicht über uns, sondern wir reden über den Westen. Und der sportliche Wettbewerb, der Begriff völlig d'accord. Aber lesen Sie mal das Made in China 2025. Es sind nur gute Firmen, die ISC, Indigenous Secure and Controllable, sind. Das sind chinesische Firmen, die unter der Kontrolle der kommunistischen Regierung stehen. Sie tun den DNA, den Westen vom DNA ja schon irgendwie anerkennen, aber es zählt nicht. Also, wenn ein ABB in Amerika investiert, wird er genau gleich behandelt wie GE. Ein ABB oder eine andere Schweizer Firma oder andere ausländische Firma in China wird ganz anders behandelt als chinesische Firmen. Das Ziel ist klar, 2025 sind 80% der wichtigsten Segmente gehört den chinesischen Firmen. Und der mit dem Nicht-Aggressor, also das erste Mal, die Amerikaner haben in den letzten 100 Jahren nicht sehr oft bettelt, darum dürfen, unser Problem in Europa zu lösen. Aber ich glaube, es geht da nicht um Aggression, sondern es geht da jetzt wirklich um gleichberechtigten Wettbewerb, den eben die Chinesen eben nicht gewährleisten. Und darum auch die Schweiz ganz allein wird nicht in sportlichen Wettbewerb mit China kommen, sondern wir werden, wie bei Syngenta und bei vielen anderen Geschichten, auch über den Haufen gefahren. Wollen Sie zuerst darauf einen Blick geben? Oder wollen Sie noch auf die These von Herrn Nabil konkret eingehen? Nein, ich glaube, es geht schon ganz zentral um die Frage, wie sind die Spiesse gleich lang gewesen, wenn man verhandelt hat und da das Gefühl, dass wir über den Tisch gezogen worden sind. Und da glaube ich, dass wir über den Tisch gezogen worden sind, die Europäer aus einem anderen Grund als die Amerikaner. Die Amerikaner sind über den Tisch gezogen worden, weil sie gesagt haben, oh, da jetzt haben wir 1,3 Milliarden Retailmarkt und dort gehen Geschäfte, ist auch eine gute Sache. Und wenn ich da den Zugang überkomme, dann kommt es doch schon gut. Und da hat man sich einige Konzessionen ist man da eingegangen, weil man eben den Konsummarkt dort gesehen hat und ist vielleicht weniger sorgfältig umgegangen beim Verhandeln, als wenn das die 1,3 Milliarden Potenzial nicht da gewesen wären. Bei den Europäer sehe ich so eine Kulturarroganz. Ich sehe ein Universalwertedenken, wo man einfach davon ausgeht, wir haben das alles erfunden und das sind die einzigen Regeln, die gelten können. Und wenn ich das so mache, dann muss der andere auch. Also aus Sicht von China habe ich gehört, dass die überrascht sind, haben die Europäer die Märkte aufgetan und dann sind sie zu den Chinesen gegangen und haben gesagt, jetzt müsst ihr auch. Und dann haben die Chinesen gesagt, ja, haben wir mal hier geredet über die Spielregeln. Und es wäre ja noch schön, wenn wir das würden machen. Und sie sehen das als Mangel an als Respekt. Und das ist das Hauptproblem, das die Chinesen haben. Sie finden, durch das, was sie geleistet haben, haben sie jetzt den echten Respekt verdient. Und wie würde denn der erste echte Respekt aussehen? Und dass man zusammen redet, und zwar auch über Grundregeln. Und nicht Grundregeln als Gott gegeben, oder Voltaire hat es schon erfunden, und nachher die Französische Revolution, und die auch, und das ist doch wirklich so gut. Und dann wäre ich das Westentum auch noch gerade. Und dann sagen die alle dort unten halt sicher. Jetzt sind die Chinesen die Ersten, die können halt sicher sagen, der Rest von der Welt, aber, ob es Afrika ist oder Südostasien, die haben die Macht gar nicht gehabt. Aber die haben mehr oder weniger geknirscht. Aber nur schnell, bevor wir auf das nächste Thema kommen. Also, die Chinesen lassen sich ja bei sich überhaupt nicht reinreden. Also, wir verlangen ja nicht, dass die Chinesen in China ihre Regeln ändern. Aber die Chinesen kommen zu uns und sagen, oh, übrigens, wir wollen auch noch unsere Regeln bei euch einführen. Also wieder, das geht um Bilateralität und Symmetrie. Also die Chinesen haben ja nicht einen Ansatz gemacht, dass sie sagen, tun wir mal über die Regeln reden, was in China passiert.
Also das sehe ich völlig anders. Ich glaube, der Chinese, wenn man ihm hart den Karren fährt, nachher wird geredet über all was es zu reden gibt. Und wenn ich nicht einverstanden bin, dann kommt er nicht mit der Kanone und er kommt nicht mit dem Yuan. Ich kann mit beidem noch nicht kommen, er wird dann nie kommen, weil er hat sich die Geschichte auch nicht gemacht. Der Chinese gespürt und anders als der Napoleon, wenn ich mich vorausgabe, indem ich Truppen da weit raus verzettle, baue ich nur ein Schwächesystem ein, das mir am Schluss schadet. Ich mache Handel und Handel beruht darauf, dass zwei Ja sagen zueinander. Jetzt, nochmal, ich bin völlig einverstanden, dass man mit den Chinesen muss anders verhandeln muss. Also wie geht denn das? Weil bis jetzt hat ich die Schweiz jetzt nicht so gut funktioniert. Syngenta nicht erlaubt. Also als Land, als Schweiz. Ja, ja aber ja. Wir haben immer noch, wir haben ja die Regeln noch nicht. Wir haben, also, führen machen. Nein, also, jetzt, also zwei Sachen. Also das erste ist mal, in Israel hat es genau das gemacht. Also, ich tue noch ein Vorwort, sie haben gesagt, wir müssen in Freundschaft leben. Nein, ich sage im Gegenteil, wir müssen eben genau massiven Widerstand machen, um diese Leitplanken, um überhaupt einen Modus operandi zu finden. Jetzt, in Israel hat eine der grössten staatlichen chinesischen Firmen, also der Chip Manufacturer Nummer 1, kaufen. Die Verträge sind schon alles gemacht, und dann ist die israelische Regierung eingeschritten und hat gesagt, nicht. Innerhalb von 24 Stunden sind in China 10 Milliarden Aufträge für israelische Firmen einfach gecancelt worden. Das ist Hardball und da können wir gar nicht, da müssen wir uns eben wehren. Und darum ist auch alles schön nett mit den Chinesen. Oder ein zweites Beispiel, also der Houston Rockets, eine Basketballmannschaft in Amerika, die berühmt ist in China, weil der beste Star ist, hat eben den gespielt, der Jim Bao. Der ist jetzt Präsident der Basketballvereinigung und jetzt hat also der Manager dieser Mannschaft gewagt, offene Meinungsfreiheit zu haben, hat ein Siebenwort-Tweet gemacht. Oder? Irgendwie «Be with Hong Kong, be for freedom». Siebenwort. So. Ein riesen Skandal. Innerhalb von 24 Stunden sind nur 17'000 Läden alle Houston Rockets Artikel rausgegangen. Es ist verboten, Houston Rockets Film, also Match zeigen am Fernsehen. Oder? Das ist das, der mit dem DNA. Das ist Menschenrecht, dass ein Manager von einer Mannschaft darf seine Meinung sagen. Und da okay, aber schnell eine Frage, wenn Sie sagen, das ist Hardball, da sind wir uns einig, die lassen ihre Muskeln spielen und da müssen sich alle ein bisschen anpassen, weil das ist ein Markt, der gigantisch ist. Man hat keine Lust, wenn da, die Firmen dann praktisch ignoriert werden. Sie sagen, man muss halt anders verhandeln mit China. Das finde ich auch. Wir wissen immer noch, es gibt keine, wie Sie sagen, Syngenta ist gekauft, sie hätten das nicht erlaubt. Wir haben im Land noch kein dementsprechendes Gesetz. Das wird jetzt diskutiert. Der Ständerat, so wie ich weiß, hat jetzt ein gewisses... Vom Ständerat mittlerweile abgelehnt worden. Ja, weil freie, offene Märkte, das ist ja das, was uns reich gemacht hat. Freie, stimmt, offene aber man diskutiert es noch bezüglich auf die Infrastruktur. Ich glaube, Infrastruktur, da gibt man sich... ist das eigentlich dumm und naiv, wie der Westen mit China umgeht? Haben wir das einfach nicht im Griff? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Widerstand ist ja gross genug. Jetzt, wenn man den Widerstand ummünzt in härter Verhandeln, anstatt einen Geisteskrieg daraus zu machen, dann kommt es gut. Und China hat das Interesse, die schiessen sich in eigenen Fuß, wenn sie jetzt hier trötzeln mit Israel oder sonst etwas. Aber im Moment ist das, sind sie nicht im Geschäft vom Trötzeln, sondern sind im Geschäft von diesen 9'600 pro Kopf aufführen auf 60'000. Weil das wollen sie. Sie wollen eine harmonious, prosperous society, haben schon einiges fertiggebracht drauf und tun jetzt eigentlich alles auf dem Weg weiterzugehen. Und auf dem Weg können sie vieles selber machen, aber für gutes, fremdes Produkt und Denken und Forschung und was die Schweiz ja ausmacht, die Kleinbetriebe im Moment, und ich rede nicht von den Grossbanken, sondern das, was wir haben, das Kleinunternehmertum, wo hochspezialisierte Sachen rausbringt, die es sonst auf der Welt nicht gibt, da braucht es sehr viel, bis es China dann kommt und sagt, ja nein, wir wollen das euch nicht mehr abkaufen. Im Gegenteil, so wie wir das bis jetzt gefahren sind, steht die Schweiz, hat eine Sonderstellung in der Beziehung in China. Der Bundesrat wird dort speziell behandelt, in Anwesenheit von 50 anderen Staatsvertretern. Und übrigens, umgekehrt, tut es der Donald Trump tut im Uli Maurer gratulieren, dass wir so geschickt beide Seiten spielen. Und dass beide Seiten spielen, oder? Das, von dem sollten wir noch viel mehr machen. Und es ja nicht verängstigen, wenn Amerika daherkommt und sagt, das sind dann ganz, ganz schlimme, die Chinesen. Oder wenn Europa daherkommt und sagt, ja, die haben ja nicht die gleiche Bibel gelesen.
Und das ist die grösste Gefahr. Wenn man das mal auf der Seite lässt, dann das hart verhandeln. Ich glaube, das ist auch ein Ausdruck von Respekt. Und dass die Respektfrage ist für die Chinesen enorm wichtig. Darum schätze ich es auch so, dass wir früh waren, dort 1950, mit der Anerkennung und jetzt auch mit dem Freihandelsabkommen. Da haben wir bei denen ein Stein im Brett. Und das können wir als Handelsnation, mit einer 60% Außenwirtschaft, können wir ausnutzen. Aber gut, wenn wir ein Stein im Brett haben, wieso haben wir dann nicht die gleich langen Spiesse? Da macht aber eine Politik. Jetzt sind die Märkte offen. Und jetzt setzt hier Xi Jinping und seine Leute setzt hier ein Grottmuster und lässt die Leute frei arbeiten, die 1,3 Milliarden. Das hat die nicht im Griff. Das ist ein Ameisenhaufen. Das sind nicht wenige Japaner. Sondern dann werden die freigelassen und dann machen die alles. Alles das, was erlaubt ist und all das, was Gott verboten hat. Und wenn wir Schweizer reich geworden sind, auf Batik abschauen, den Indonesier und dann eine Textilindustrie gebaut haben, hier in der Schweiz, dann wenn die das machen und jetzt frisch herkommen, müssen wir doch nichts anderes erwarten. Die werden auch mal dann reicher und ruhiger. Aber im Moment werden die den freigelassenen Haufen, der macht einfach was er kann. Und da läuft natürlich viel nebendurch. Aber da ist es an uns, die Leitplanke zu setzen. Genau. Und jetzt, wie setzen wir die Leitplanke? Also wo China im Dezember 2001 der WTO beitreten ist, hat China hoch und heilig versprochen, sie werden bis 2015 werden zur Market Economy. Also ähnliche Regeln wie wir. Oder? Im 2015 haben sie das Jubiläum zelebriert, indem sie eben das Made in China 2025 publiziert haben, wo eigentlich genau sagt, wir werden einfach alle ausländischen Firmen rausdrucken, weil es geht nur um chinesische Firmen. Und jetzt sagen sie, jetzt müssen wir hart verhandeln. Also die Schweiz hat nicht hart verhandelt mit China. Also wir haben nicht sehr viel überkauft, wir sind die Ersten gewesen, und das ist auch gut, das ist nett, aber wir haben nicht hart verhandelt mit China. Wer und wie soll mit den Chinesen hart verhandeln? Und darum sage ich, leider, also die Zölle, die der Trump einführt. Also lassen wir schnell die Frage, wer und wie soll mit den Chinesen? Ja, wer und wie? Zuerst wer und dann wie. Ja. Wer, der etwas zu bieten hat, das die nicht haben. Das ist wer? Und das sind wir Schweizer auf X-Technologiegebiet, wo die noch zu wenig tief haben können schauen können, wo es eine Fertigkeit fehlt. Die sind nicht überall starren. Kompetitive Vorteile. Und die Schweiz ist grandios dadurch. Und diese Nische muss man finden. Wenn man nichts hat anzubieten, dann kann man auch nicht verhandeln oder wird dem die Hosen abgezogen. So läuft es im Wettbewerb. Aber hinter dem muss sich die Schweiz nicht verstecken. Wer, also wir Schweizer, mit dem, was wir besser können als die? Und wie, wenn das Freihandelsabkommen, wenn das zu wenig hart verhandelt worden ist? Nachverhandeln. Und das ist ja so gegangen, da hat die Schweiz zuerst Angst gehabt, da ist gerade um die Zicke, wo der Xi Jinping und der Li Keqiang an die Macht gekommen sind, da haben die Schweizer in der Verhandlung gemeint, oh, jetzt kommen die, 2013 ist das der Premierminister und der Präsident, ja. Und 2012 war und dann haben sie gesagt, oh, jetzt kommen die, dann ist auch wieder fertig mit unseren Bemühungen für das Freihandelsabkommen. Sie sind überrascht gewesen, dass im Februar kommt der Li Keqiang und sagt, ich will es denn, wir wollen es denn, aber sofort. Und dann ist das mit schneller Nadel ist das gestrickt worden. Und jetzt hat es ein paar Löcher. Und jetzt finden die Schweizer, dass sie also da drauf auf IP und weiss nicht was, ist zu wenig hart, da hat es Löcher drin. Was wäre da meine Meinung? Nachverhandeln, und zwar sofort. Und sagen, ihr wisst ja alle, wie es stand gekommen ist. Und da kommen wir jetzt kurz und das läuft jetzt anders. Machen wir jetzt anders. Der Chines hört dazu. Das ist noch interessant. Also ich habe keine empirische Evidenz, dass der Chines dann zulässt. Vielleicht haben sie andere empirische Evidenz. Aber ich meine, das Faktum ist ja, alle haben versucht. Also zuerst hat man gemeint, nach 2001, China wird ähnliche Regeln, globale Regeln. Regeln, die 80% vom Weltbruttoinlandprodukt akzeptiert. Und man denkt, jetzt kommen die Chinesen hin und werden ähnliche Regeln akzeptieren. Und es ist klar, dass sie die nicht akzeptieren. So. Wie sollen wir how to grab their attention? Und die einzige Art, die, glaube ich, funktioniert hat bis jetzt, sind die Zölle. Die Zölle per se funktionieren nie. Aber es geht ja nicht um Zölle, sondern es geht mit den Zöllen, wo man eine bestimmte Änderung von dem Verhalten mit den Chinesen, bei dieser ganzen Latte von Regeln, die wir haben. Sie korrumpieren im Ausland an Gogo, sie illegale Staatssubventionen machen, sie haben kein Menschenrecht, sie haben kein Arbeitsrecht. Wir wollen unsere Rechte gerne behalten. Nur wenn wir unsere Firma belasten mit all diesen Regeln und die chinesischen Firmen, wie sie richtig gesagt haben, das ist ein Haufen, ganz ein wilder Haufen, der alles macht, was erlaubt und verboten ist, dann ist das kein sportlicher Wettbewerb. Ich will einen sportlichen Wettbewerb und darum müssen wir die irgendwo die Leitplanken ansetzen. Und da kann die Schweiz keine Leitplanken ansetzen. Also gut, können wir mal schnell, Sie haben jetzt ja ganz elegant direkt in den Handelskonflikt übermoderiert. Wir haben da noch ein Slide. Entschuldigung. Wir brauchen es nicht heute, das ist wirklich toll. Nein, ist alles gut. Wir haben noch ein Slide gemacht, da sehen wir so die Kennzahlen. Einfach, dass Sie das nochmal vor sich haben. USA, China. Und meine Frage ist,
Um was geht es? Einfach mal ganz konkret am Schluss des Tages, um was geht es bei diesem Handelskonflikt? Ich glaube, es geht nicht mehr um den Handel. Die Zölle, die hat eine bessere Wirkung gezeigt vor 10 Jahren als heute. Die Handelsbilanz, die Aussenbilanz von China über das Ganze gesehen, ist schon fast ausgeglichen mit China, was Waren angeht, in der Tat noch ein Defizit. Wenn man dann die Dienstleistung darin rechnet, dann sieht es auch wieder anders aus. Es ist davon auszugehen, wenn das China weitermacht auf seiner Schiene, weg vom Tieflohnland Produzent sein, zu einer Gesellschaft, die konsumiert, die Dienstleistungen weiter hochfährt, dann wird es bald einmal können sie auch mit einer negativen Leistungsbilanz ändern und dann ist mit denen also Zölle vorbei. Also um was geht es? Es geht darum, dass der Trump wiedergewählt werden wird und dass mit den eigenen Problemen, die das Amerika jetzt hat, die ich meine verursacht worden ist durch die verwahrloste Geldpolitik über 10 Jahre, Schulden aufhäufen bis Agogo, etwas, wo China immer davor gewartet hat und gesagt, das ist doch nicht vernünftig, so haben wir es doch nicht gelernt. Ich glaube, die USA haben sich so stark selber geschwächt, dass es das Schaffen mit der Mehrheit, die unzufrieden ist, das Bedienen von einem Fimpbild, das zahlt. Also das Sie behaupten, Stimmen. Dass der Trump ich behaupte, das zum Ablenken. Das grosse Gefahr ist nicht der Handelszoll, die Bedingungen, sondern die Gefahr ist, dass es aus dem Ruder läuft mit dem Bewusstsein von einer amerikanischen Bevölkerung, wo sich da ein Filmbild aufbaut, wo am Schluss keiner mehr kann Käfig tun. Martin Naville, eigentlich ist das nur, damit der Trump ablenkt von seinen innenpolitischen Problemen. Ich finde es interessant, wie für alles der Trump geschuldet ist. Also ich gebe einfach ein Beispiel, Huawei 5G, oder? Haben die Amerikaner gesagt, das ist gefährlich, das wollen wir nicht, die chinesische Firma im Nervenzentrum von unserer Zukunft. Haben alle gesagt, ja, das ist nur Protektionismus durch die Amerikaner. Die einzige andere, die das könnte, ist ein Schwede und ein Finn, oder? Hat gar keine amerikanische Firma gesagt. Und die instinktive Reaktion, das ist das Protektionismus, die Amerikaner sind vor allem schuld, die finde ich ein bisschen schwierig. Das Zweite ist, nochmal, wieso sollen die Amerikaner akzeptieren, dass die Chinesen fast 3-mal höhere Zölle haben? Wieso sollen die Amerikaner akzeptieren, dass China offiziell den Diebstahl für intellektuellem Eigentum fördert? Wieso soll Amerika akzeptieren, dass China Kenia unter massive Schulden setzt? Im April haben die Kenianer 500 Millionen zurückgezahlt an die Chinesen. Und wer hat ihnen die 500 Millionen gegeben? Ist die Weltbank. Und wer ist der Hauptfinanzier für die Weltbank? Ist Amerika. Also die Imbalances, die strukturellen Ungleichgewichte, da hat er recht, die zu adressieren. Und das ist für die amerikanische Wirtschaft natürlich von höchster Bedeutung, ist, dass China eben nicht kann jetzt eine Industrie nach der anderen mit ihren Regeln, die tue ich gar nicht bekämpfen. Aber mit eins nach dem anderen kann unsere westlichen Industrien kippen. Sondern es muss darum gehen, gleich lange Spiesse und einen sportlichen Wettbewerb. Ich finde, das macht schon Sinn, was der Herr Naville sagt. Ich bin auch völlig einverstanden mit der Forderung nach gleich langen Spiesse. Und ich rede gar nicht gegen Trump. Ich rede gegen die Verwahrlosung von Amerika, die eingesetzt hat im Anfang dieses Jahrtausends. Präsident Bush, Vietnam und Nixon. Und schon wir können weiterfahren. Und jetzt haben wir halt einen, der das ausnützt. Und wenn die Verwahrlosung weitergeht, dann kommt der Nächste, der noch blöder tut. Und dass die Masse braucht, der Bedarf nach dem Findbild kreieren, der bedient. Aber wenn wir zurück zum Handel, wir sind uns einig, gleiche Spiesse. Und wie das jetzt bilaterale Reich über die WTO, wo hintertrieben wird durch die Amerikaner, Also im WTO, die Chinesen haben sich gar nicht daran gehalten, an die WTO. Die Amerikaner machen jetzt das, was die Chinesen die letzten 15 Jahre gemacht haben, hintertrieben vom WTO, weil WTO eben gegen die Chinesen nichts genützt hat. Also das eine ist Durchsetzung, oder? Und das andere ist, wie behandelt man die Länder, die Emerging Markets waren, innerhalb von der WTO. Dass man dort umschaut, und sagt, wisst ihr was, Chinesen sind nicht mehr emerging, völlig einverstanden, völlig dafür. Und wie setzt man das durch? Ich meine, das sind sie sich ja einig, das finden wir ja alle nicht gut, weil man sich an die Regeln nicht hält. Und China kann sich jetzt leisten, sich an die Regeln halten, wie sie sagen, fertig, emerging market. Aber
Sie als jeder Kenner? Umsetzen, solange wir Institutionen haben, möglichst die brauchen. Wenn wir die hintertrieben haben und abgeschafft haben, dann bleibt der bilaterale Weg. Gut, ich meine, Trump hintertreibt auch noch andere Organisationen, das weiß man natürlich. Ja, aber die Frage ist ja wirklich... Ist nicht ganz immer falsch. Aber wo sind die Grenzen? Also das sage ich. Also wenn die Chinesen nicht mitspielen und etwas machen, was uns nicht passt, dann ist ja die nächste Frage, was ist, wenn wir Nein sagen? Und dann ist ein letzter Ding ist die Frage, kommen die mit dem Flugzeugträger oder kommen die mit dem, was die Amerikaner gemacht haben, bei uns, mit dem US-Dollar, dass uns der Hahn abstellen und sagen, das interessiert mit Diskussion nicht mehr, sondern wir haben unsere Rechte, unsere Vorstellung, jetzt müssen wir operieren oder ist fertig mit dem Dollar-Clearing. Die beiden Machtmittel hat China nicht und wird sie über absehbare Zeit nicht haben und glaube aus der Geschichte heraus auch nicht einsetzen wollen. Also bleibt nur eins. Nein sagen zu einem Deal. Wenn jetzt die Chinesen bei der Hafen in Athen Piräus kaufen, ist jetzt das so schlimm? Wenn sie in Afrika investieren und am Schluss sagen, ja, jetzt haben wir dafür wenigstens Arbeitsplätze da, klar kommen auch noch ein paar Chinesen mit und die machen ihr Geschäft für das also, ich selber. Also mit Verlaub, das ist schon sehr positiv und sehr salopp dargestellt. Ich finde das super. Hätten wir mehr davon, wenn sie nicht investiert hätten. Dann hätten wir noch ein paar Flüchtlinge mehr. Ich tue Ihnen mal schnell erklären, wie das Businessmodell aus meiner Sicht ausgeht. Sie sind genial. Nochmal, ist nicht ethisch verwerflich, weil wenn wir es machen, lassen, sind wir selber schuld. Also, Sie schauen im Land, welche Infrastruktur braucht China, wo ja ganz viele Felder und Minen gekauft haben. Die müssen ja die Geschichten, wenn sie aus dem Land rausbringen, auf China. Und darum brauchen sie eben Eisenbahn und Strassen und Hafen. Wo nicht gebraucht wird, weil das Land bräuchte viel mehr Strassen zwischen zwei wichtigen Städten. Das brauchen die Chinesen nicht, darum wird das nicht gebaut. Dann tun sie den Präsidenten bestechen, mehrfach bewiesen. Und dann gehen sie zum Präsidenten und sagen, wir möchten gerne die Eisenbahn bauen, von den Minen zum Hafen. Dann sagt der Präsident, toll, da ist mein Bankkonto und dann wird das gebaut. Auf Kosten vom Land mit chinesischen Baufirmen, nicht ein paar Chinesen, ist alles chinesisch, die Maschinen, die Bauarbeiter, das Essen, alles ist chinesisch, also kein Mehrwert im Land. Und dann steht die Infrastruktur, die aus dem Land sich nicht ökonomisch sinnvoll ist, aber die Schuld ist beim Land und dann gehen die Chinesen brauchen die Infrastruktur für ihre Zwecke, das heisst das Ganze rausschippen aus dem Land. Und die Schulden, wenn dann so ein Land über Hops geht, bankrott geht, dann zahlt die IMF und zahlt die Weltbank, die wir zahlen. Geniales Businessmodell und da müssen wir mal sagen, stopp. Und ich sage, begnadigte Darstellung durch Herrn Aville. Und jetzt bitte, wenn Sie das so gut können, sagen Sie das gleiche von den Amerikanern in Saudi-Arabien. Ja, und? Ja, das ist, was er macht, aber Sie, macht. Können Sie das mal darstellen? Das Nein, ich kann es nicht so gut darstellen, aber das läuft genau so. Das läuft genau so. Die saudi-arabische Wirtschaft gehört den Amerikanern. Und wieso? Sie sind gekommen, nicht nur mit dem Geld, sondern auch mit dem Flugzeugträger. Da kommen wir nicht weiter. Die Frage ist, ob am Schluss etwas bleibt. Haben wir etwas alle davon, dass die jetzt hier Geld schicken in die Länder raus und die Infrastruktur lecken? Ist Mittelalter und daheim bleiben besser? Eine andere Frage. Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt es einen Handelskonflikt, der uns ängstigt. Sie beide machen so ein bisschen den Eindruck, wie wenn die eigentlich gar nicht so schlimm ist mit diesen Zöllen. Wie kommt denn das zum Ende? Erste Frage. Und zweite Frage, kommt das noch vor den Wahlen in den USA zum Ende? Oder wird das einfach jetzt so lange gespielt? Ich meine, irgendwann muss das ja irgendwie mal aufhören. Oder sagt man einfach, das ist jetzt einfach so ein Konflikt zwischen diesen zwei Nationen? Ich gehe zurück auf das, was die Chinesen wirklich wollen. Oh, das ist allem voran Respekt. Sie sollte das wirklich ein bisschen verstehen, wie das ausgesehen hat über die letzten 200 Jahre, wo die Kolonialmächte gekommen sind und dann nachher noch die Japaner und sind quer durch das Land durch und haben das niedertrampelt. Voran die Engländer haben das Land abgefüllt mit Opium und nachher sind sie geblieben da und die USA hat ihre Flugzeugträger in Vietnam, hat sie in den Philippinen, hat sie überall. Da sagt sich China, das muss hören. Und ich möchte gerne respektiert werden als Gleichzeitig. Nimm mich ernst und red mit mir wirklich auf gleicher Ebene. Dann könnte sich vieles zum Besten wenden. Wenn das nicht möglich ist, dann wendet sich vieles zum Schlechten.
Und das könnte enden in einer kriegerischen Auseinandersetzung, was wir nicht oft, dann können wir jetzt Technologie diskutieren. Und jetzt kommt das. Jetzt kommt Huawei, und kommt das Bedürfnis, das Sicherheitsbedürfnis, das echt ist, oder weil es Technologie vielleicht niemand versteht, vielleicht ist es auch kreiert, der Ruf nach der Silobildung, dass wir da getrennte Welten haben, das Decoupling, ist das überhaupt möglich? Und wenn wir dann gefragt werden von den Amerikanern, jetzt sollen wir da bei ihnen einstehen und sicher nicht bei den anderen, was machen wir denn? Das finde ich eine gute Frage, weil das bringt uns nämlich noch... Ja, genau. Aber wir können nicht einfach stehen lassen. Dürfen Sie gerade. Ich würde einfach nur schnell anmerken, dass wir nämlich nachher mal noch ganz konkret hören wollen, was hat das eigentlich für Folgen für die Schweiz? Das ist ganz ein wichtiges Thema. Was hat das für Folgen für die Schweiz? Gut. Sie dürfen aber noch kurz... Aber vielleicht noch schnell zwei, drei Punkte. Also erstens, der Keynes hat gesagt, man erobert Länder mit zwei verschiedenen Mitteln, mit dem Schwert oder mit Schulden, oder? Und ich bin verstanden, dass die Chinesen nie mit Schwert gemacht, sondern jetzt machen sie das in Afrika, in Südamerika, überall machen sie das mit massiver Verschuldung von diesen Ländern an Chinesisch. Also sie bringen ja nicht Geld dort hin, sie bringen die Schulden dort hin. Das Zweite ist, wenn man die 2000, 3000 Jahre China anschaut, ist es ja nicht, dass sie gleichwertige Partner sind mit anderen. Sie sind, das reicht der Mitte. Und der Präsident oder der Kaiser, das ist im Moment etwas gleich, steht in der Mitte und alle müssen Kowtow machen. Oder? Und einfach das Bild, der Chinese African Summit im Herbst vor einem Jahr, wo der Xi auf dem Podest oben stand, ist in der Mitte von der grössten Halle auf der Welt und jeder einzelne Staatspräsident von Afrika hat müssen durch die ganze Halle laufen und hat nachher so müssen die Hand schütteln. Das ist Kowtow. Das ist der Respekt, den die Chinesen suchen. Historisch und auch geschichtlich. Und auch sozial. Also es ist nicht so, dass wenn wir sie einfach ernst nehmen, dann nehmen sie uns auch ernst. Nur mal, die reden nicht darüber, dass wir in China anfangen zu diskutieren, was die Chinesen dürfen oder nicht. Aber da sind sie natürlich sehr beteiligt, was wir in der Schweiz und in Europa und in Amerika machen. Einfach die beiden Elemente. Also sie haben zwar keine grosse Armee im Moment, aber sie haben ganz andere Waffen und die setzen es wahnsinnig gut ein. Sie nehmen, was in Afrika im Moment passiert, ist also... Also das Typ für mich, von dem die Holländer und Franzosen und Engländer gemacht haben, vor 150 und 200 Jahren. Und darum, das ist nicht einfach nett. Das ist massiv expansiv. Das ist das Land, das im Moment am meisten expansiv ist. Und wir jammern, dass die Amerikaner eher eigentlich so ein bisschen sich zurückziehen. Das ist etwas, wo ich will das nicht. Ich will gerne, dass unsere Regeln und unsere Werte eben in Zukunft eben noch dastehen. Und darum, müssen wir dort ein bisschen gegen Druck. Das klingt jetzt für mich etwas komisch. Also, wie wenn sie sich wünschten, dass die Chinesen würden daheim bleiben und nichts unternehmen. Nein, kommen, aber einfach unseren Respekt zeigen. Und sagen, sie bringen nur Schulden und bringen kein Geld. Also das ist ja, sie bringen Vorleistungen, sie bringen das Geld und dann sagen, ich komme hier irgendetwas wieder zurück. Aber sie waren ja auch sehr frei, ihm zu viel zu zahlen. Ich meine, wenn wir jetzt Syngenta nehmen, da war scheinbar Aktionäre rum, die 47 Milliarden gerne genommen haben. Ja. Und wer ist jetzt so? Haben Sie das Geld auch nicht gebraucht? Dann kommt die Botschaft und sagt, wenn ich da gewesen wäre, hätte es den Deal nicht gegeben, die Schweiz soll ich das zurückkaufen. Bereue es, mache es sogar noch schlecht. Schicken zu viel Geld. Es ist nicht so, dass sie kein Geld schicken. Aber wir sind jetzt in Afrika, nicht da. Zu viel Geld. Sie stört es, dass China jetzt eine Macht ist. Es wird eine Grossmacht. Und der Chef von der Grossmacht, der steht irgendeiner Form an. Ich muss sagen, der Xi Jinping finde ich sympathischer als der andere, wenn er anders steht. Das hätten wir jetzt. Ja, da bin ich verstanden. Also, und dass wir als Schweizer nie werden können anstehen, weil wir halt keine Grossmacht werden, das ist auch klar. Gut, was macht da die Schweiz mit dem Konflikt? Und da muss man als Kleiner flexibel, neutral bleiben und das, was unsere Regierung vorgegeben hat, das sauber weitermachen. Ja, keine Excuse bringen für unsere Neutralität. Und dass das im Zweifel manchmal ein bisschen doppelzüngig oder doppelmoralisch ist, das ist so. Und das ist etwas, wo wir uns 20, 30 Jahre lang entschuldigt haben dafür und wir, in meiner Erfahrung jetzt aus dem Osten aus und reflektierend über die Schweizer Weg, sage, weißt du was, das ist das, was wir müssen so machen. Und das ist gut. Gut, das haben Sie ein bisschen vorgegriffen. Ich will nämlich gleich noch mal dieser Frage kurz rumgehen. Was hat der Handelskonflikt konkret für Folgen für unser Land? Also, im Moment ganz im Geringen. Also es ist etwas kompliziert, wegen dem Handelskonflikt gibt es Zölle auf Stahl und Aluminium. Das ist in den Medien sehr, sehr breit gewalzt worden, wenn man das so sagen darf, über Aluminium.
Und der Export von Schweizer Aluminium nach Amerika, Aluminium und Stahl zusammengezählt, ist 80 Millionen. Davon ist jetzt über 50% ist aus dem Zoll rausgenommen über Ausnahmeregelungen. Also wir reden noch von 40 Millionen. Das sind schon Sachen, und die einzelnen Firmen natürlich sehr bedeutend treffen, aber volkswirtschaftlich ist es irrelevant. Auch sonst ist der jetzige Konflikt ist volkswirtschaftlich für die Schweiz nicht relevant. Der Risikofaktor, also eben darum, ich betone immer, es ist kein Handelskrieg, es ist im Moment ist es ein Zwist, es ist eine Spannung, eine Handelsspannung, wenn man so will. Das Risiko ist aber, dass es zum Krieg ausartet, ist durchaus da, weil wir haben ja die Imbalance zulasten von China, ist ja, wenn man dort anschaut, die Chinesen exportieren 160 Milliarden nach Amerika, 550 Milliarden nach Amerika und die Amerikaner 160 nach China. Das heisst, wenn man paritätisch Zölle drauf tut, können Chinesen die zwei Drittel gar nicht retalieren. Und das Risiko ist, dass irgendwann mal eine gute Idee hat und mal Apple expropriiert, also auf Investitionen geht. Und dann haben wir das Risiko von einem Wirtschaftskrieg wahnsinnig hoch. Und dann ist natürlich die Schweiz relativ schnell drin. Oder? Mhm. Weil dann kommt auch die Frage, ist, dass dann die Chinesen relativ schnell einmal sagen, wir können noch expropriieren, wenn ihr noch nach Amerika liefert. Und während in Amerika, wenn Amerika Schweizer Firma würde expropriieren, kann man die nächsten 15 Jahre bis ans Bundesgericht raufgehen, in China. Oder? Mhm. Und darum ist das Risiko für die Schweizer Investoren in China und auch generell, wir sind abhängig vom Export, ist das Risiko ist massiv gestiegen, aber volkswirtschaftlich relevant in Volumen ist im Moment noch nicht bedeutend. Es ist eigentlich fast inexistent. Sehen Sie das gleich? Ja, ich sehe das gleich. Aber mit dem Potenzial natürlich, dass es wirklich aus dem Ruder laufen. Und wenn das auseinanderdividieren zwischen Interessensphären von den USA und Interessensphären von China und das Europa per se zählt ja nicht, wie mehr ist denn dort? Wer uns zwingt, zu welcher Stellungnahme? Das ist die Frage. Und ich glaube, wir tun gut dran, wenn wir die guten Beziehungen mit China, wenn man die weiter ausbaut. Also es besteht aber schon das Risiko, dass einer von diesen beiden Mächte irgendwann sagt, entscheidet euch. Ja. Und was würde die Schweiz okay. am besten machen? Wo ist denn der Wachstumsmarkt? Ja. Also es ist relativ einfach. In den letzten 15 Jahren ist der grösste Wachstumsmarkt in Amerika. Nicht in Prozent, aber in unserem Export. Also wir exportieren heute doppelt so viel nach Amerika als nach Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die berühmten BRICS zusammenzählen. Also zweimal BRICS ist einmal Amerika. In Amerika kann ich als Firma klagen, also in Amerika kann ich den Dollar jederzeit in Schweizer Franken konvertieren und in die Schweiz zurückbringen. Also wenn wirklich wir müssen auf den einen oder auf den anderen verzichten, dann ist der Entscheid relativ schnell gemacht. Weil in China hat man viel höhere Rechtsrisiken, man hat viel höhere Finanzrisiken und einfach rein vom Volumen. Also heute ist es etwa 5,5% von unseren Export gehen nach China und etwa 15-16,5% gehen auf Amerika. Aber ist es etwas Schönes? Nein, es wäre ein Drama. Oder? Das ist eine Weltrezession, die die Schweiz massiv treffen würde. Ich bin einverstanden mit Herrn Naville, wenn ich in den Rückspiegel schaue. Wenn ich durch die Windschutzscheibe schaue, überhaupt nicht einverstanden. Die 20% reflektiert das, was gelaufen ist über die letzten 50 Jahre. Und das wird sicher noch ein bisschen heben. Aber wenn wir vorwärts schauen, dann haben wir nicht nur die 1,4 Milliarden Chinesen, sondern wir haben jetzt auch noch das Afrika, wo China langsam stärker ist als Amerika. Wir haben das ganze indische Subkontinent, wo es nicht so sicher ist, wie es da ausläuft. Aber wir haben Milliarden von Leuten, die raufkommen, die Abnehmer könnten sein für Schweizer Produkte und Dienstleistungen. Und da ist das Europa und da ist das Amerika mit seinen 500 Millionen und seinen 400 Millionen Leuten. Das ist der Motor gewesen, der letzten 50 Jahre, aber nicht der Motor sein über die nächsten 50. Wenn Sie Risiken ansprechen, dann sind Finanzrisiken in den USA heute entschieden höher als in China. In den USA haben wir ein GDP von 21 Trillionen. Wir haben Unfunded Liabilities von 120 Trillionen. Wie die sollen bedient werden, ist niemandem klar. Oder muss denen sagen, wo meinen sie eigen etwas, dass das ein Witzli war. Das sind Finanzrisiken. Und von denen hat China schon jetzt 10 Jahre lang gewarnt. Und nicht zuletzt darum haben sie sich auch wieder ein bisschen zurückgezogen, vom Wählen die Yuan zu einer Reservewährung machen. Sie sagen also, die Abschottung behalten, die Kapitalkontrolle behalten, das ist nicht, weil sie noch nicht könnten, sondern das ist zum Teil auch, weil sie sagen, das, was da läuft draussen, das ist für uns brandgefährlich. Ja, würde es also in einer Nutshell heissen, Sie sagen, die Schweizer würden gut daran tun, mehr Richtung China zu schauen, wenn der Teufel kommt raus. Und gut. Ab morgen.
Gut, also ich muss schnell, ich will gerne... Darf ich gleich noch einen Punkt, weil der mit der Verschuldung... Ich will nachher ins Publikum ja, aber gehen. Aber nur das eine, weil das ist einfach falsch. Wenn man nur die Staatsverschuldung anschaut, dann ist Amerika viel höher verschuldet als China. Aber die meiste Verschuldung in China gehört ja den Staatsunternehmen und den Staatsbanken. Und wenn man das konsolidiert, und das muss man ja konsolidieren, um die Ware heranzubringen, dann ist China viel höher verschuldet. Oh, nochmal falsch. Nochmal komplett falsch. Wenn wir alles durchkonsolidieren, dann sind sie nicht weit voneinander weg. Aber wenn man noch die Schulden anschaut, ne, dann sieht man, dass sie in Amerika in Konsum geht und ins Studieren. Und in China ist jetzt das in Infrastruktur und ist in Investitionen gegangen. Und die Verschuldung vom Privathaushalt, die Chinesen, das muss man nicht mal Zahlen anschauen. Das wissen wir vom Deutschen, der Angst hat vor der Inflation. Der Chines, der hat es so verhudelt über die letzten 100 Jahre und hat niemandem traut, weder im Nachbarn, den Familienmitgliedern noch im Staat. Der spart, dass es klopft. Und nachher haben wir die Verschuldung auf Provinzebene, wir haben die Verschuldung bei den State-Owned Enterprises. Die können das durchrechnen. Die haben ihre Reserven von 3 Trillionen. Die haben die Aktiven über die Verschuldungsrate von China. Keine Sorgen machen. Gut, machen wir einen Punkt. Ich glaube, wir kommen da nicht weiter. Jetzt gerade. Aber ich will... Nächstes Jahr machen wir das. Nächstes Jahr. Ich meine, eigentlich ist das ja wahnsinnig, weil in einer Stunde das Thema umfassend abzuhalten. Aber ich würde gerne Ihnen noch die Möglichkeit geben, sich einzubringen, Gedanken, Fragen. Heben Sie die Hand. Da gehen ein paar Hände auf. Das ist sehr provokant. Ja, das ist gut. Bitte schön. Es war eine sehr interessante Diskussion. Meiner Meinung nach ist es viel Lärm um nichts. Man sieht, dass der totale Warenwert, den man hier von den USA mit China redet, etwa 2% vom amerikanischen Inlandprodukt ist. Also viel Lärm um nichts. Und das Zweite, man muss auch daran denken, dass das Gros der Währungsreserven der Chinesen in US-Dollar ist. Es ist ein einfaches für die Amerikaner zu sagen, sorry, die haben nichts mehr wert. Das haben sie auch schon gemacht mit Persien, also mit dem Iran etc. Also wir müssen schon ein bisschen relativieren. Und es ist richtig gesagt worden, ich glaube, der riese Mais, der hier gemacht wird, hat viel mehr mit Wahlen zu tun, wie mit tatsächlichen Problemen in unserer Weltwirtschaft. Herzlichen Dank. Ich glaube, gerade in der Nähe von Ihnen ist noch eine Hand aufgegangen. Hat sich so anders überlegt. Wer hat noch eine Frage? Oder? Da, genau. Haben wir nur ein Mikrofon? Wo ist das zweite? Ah! Sie können das mir geben. Ich sehe nämlich von oben vielleicht besser, wie Sie. Ja, von weiter hinten. Die Zeit nicht sagen. Zu verlieren. Schnell der Punkt. Ihr habt das so elegant umgangen mit der militärischen Bedrohung. Das sind nicht nur die europäischen und amerikanischen ehemaligen Kolonialmächte. Die müssen mal schauen, was in dem südchinesischen Meer passiert mit dem Aufschütten von diesen Inseln. Wie Vietnam Angst hat, wie die klammern sich ja an die Amerikaner nur, weil sie Angst haben. Vor den Chinesen. Und das ist von mir aus gesehen, darf ich Klammer vielleicht beifügen, einer der dümmsten Punkte von unserem allem Freund Trump, dass er das Agreement gecancelt hat, ganz am Anfang, als er herangekommen ist. Damit hat er doch Chinesen voll reingelassen in das südchinesische Meer hinein und hat die Gegenmacht von Amerika freiwillig aufgegeben. Aber das ist ein anderer Punkt. Ich rede jetzt nur von der militärischen Macht, wie sie heute ist. Und die ist gewaltig. Muss man mit einem Philippinen oder mit einem Vietnamesen reden, die haben furchtbar Angst. Und China ist der unberechenbar. Also so schwaches Armeeli, wie die es vorhin dargestellt haben, haben sie denn nicht. Und ich bin überzeugt, ich hoffe, es kommt nicht dazu, aber die Karte Krieg ist durchaus aktuell. Namentlich, das möchte ich jetzt nur noch schnell anfügen, die Diskussion, die wir hier haben, ist alles unter der Käseglocke. Wunderbar. Aber es hat externe Faktoren, die das Game komplett wechseln können. Wer sagt euch, dass in 50 Jahren die kommunistische Partei in China immer noch die tonangebende Partei ist? Wenn die Probleme bekommen mit dem Xi und die Parteifrage aufkommt, haben wir in China eine Balkanisierung, Kampf alle gegen alle.
Also, das ist gar nicht gesagt, dass Scholom seine verlängerte Amtsperiode fertig machen kann. Oder ob der scheitert an den internen Widerständen, die man vermutet hat, er heute schon. Und also, wie gesagt, es gibt einen Kampf alle gegen alle, wenn das eine Balkanisierung wird. Danke vielmals. Wenn Sie ganz kurz etwas darauf antworten? Vielleicht zu dem südchinesischen Meer. Und ich kenne mich selber ein bisschen besser aus in den Philippinen. Und dort der Präsident der jetzige, der macht ja eher auf Freundschaft mit China. Der voran hat noch Den Haag angerufen zum Schutz da von dem. Aus chinesischer Sicht, ich sage es nicht einmal werten, ob es gut oder schlecht ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt die südchinesische Meer und nachher noch da die Indische Ozean auch noch und die Ausbreitung. Sie haben auch signalisiert, dass sie sehr viel Raum geben zum Reden mit den Vietnamesen, zum Reden mit den Philippinen, zum Reden mit den Malaysiern und wer immer noch einen Anspruch hat, da ein reiner Staat ist an der südchinesischen Meer. Was Chinesen, glaube ich, was sehr wichtig war, ist, die Amerikaner loszuwerden eher im Hinterland. Und das gehört zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Aus ihrer Sicht ist fertig mit dem alten Kolonialmodell. Und da gehört jetzt einfach dazu, sagen, weißt du was, du Amerikaner, wenn ich bei dir in der Karibik komme, umeinander kreuzen, dann fängst du das nicht zu gelten von mir. Und jetzt machen wir es hier gleich. Gut, danke. Ich gebe mal noch in die nächste. Ja, bitte. Entschuldigung, Martin, komm. Also nur schnell. Also nur schnell, okay. 30% vom Weltmeer würde ich durch die Karibik fahren, dann würde ich das verstehen. Aber es fährt 30%, über 30% von unseren Weltgütern fahren durch das Gelbe Meer. Das Gelbe Meer ist internationales Gewässer. Der UNO, der Rat, hat klar China verurteilt und China hat gesagt, ist mir komplett egal, ich mache es trotzdem. Und ich glaube, auch das ist Prinzip Hoffnung. Sie reden ja, sie lassen ja den Vietnamesen Raum zum Reden, solange sie als Reich für die Mitte eben das beherrschen. Und dann hört es ja nicht beim Dein Dash auf, sondern die haben ja nochmal eine Linie, die bis Hawaii geht. Und Prinzip Hoffnung ist gut, dass sie alle nett sind und so, aber einfach, ich vertraue dem nicht ganz. Aber das lassen wir so stehen. Gut, danke, wir haben da noch einen Input. Das kommunistische System von China lässt Millionen von Touristen auf Europa laufen. Im Gegensatz zu anderen kommunistischen Staaten. Aber sie geben sich auch eine enorme Mühe, touristische Ressorts herzustellen und uns einzuladen, nach China zu kommen und das anzuschauen. Also alle wir, die da sind, haben die Chance, jederzeit auf das China zu reisen und einmal zu schauen, wie es wirklich ist. Und sich auch mit dieser Bevölkerung zu unterhalten. Meine Frage dazu ist, was für eine Rolle könnt ihr in Mimbi, da, also die chinesische Währung in Mimbi, führen, helfen? Und wie sieht die Zukunft aus? Handeln wir mal mit dieser Mimbi oder nicht? Nein, danke vielmals. Und an wen haben Sie die Frage gerichtet? Am Chinesen haben Sie jetzt fast gesagt, das verstehe ich. Genau. Sind Sie ja fast ein Chines, Herr Schmid. Das war ein freudscher Versprecher. Herzlichen Dank. Also zum Renminbi, ob der wichtiger wird für uns. In der langen Frist sicher, in der kurzen Frist aber nicht. Wie ich vorhin schon angetönt habe, ich glaube, aus der Sicht der Chinesen ist jetzt das Auffahren vom Halten von Renminbi in ausländischen Händen, das ist nicht eine Priorität. Das wird automatisch dann kommen, wenn China von Defizit hat und dann seine Import zahlt mit Yuans und Handelspartner, die als Zahlungsmittel entgegennehmen. Aber im Moment ist ja der Kapitalverkehr noch kontrolliert und das nicht zuletzt, so wie ich das lese, weil Peking will da Kontrolle behalten, weil es einfach im Finanzkorsett von der Welt nicht mehr traut. Einverstanden. Bitte, Ihre Frage. Ja, mich würde noch einen wirtschaftlichen Faktor interessieren. Und zwar ist ja meines Wissens, um ersetzen dort oben die Währungsreserve der China der grösste Halter von amerikanischen Staatsschulden. Und mich würde noch interessieren, was das eigentlich so in diesem Machtpoker da könnte bedeuten, wenn man vielleicht das Instrument dann noch einsetzt. Der eine oder der andere Kontrahent. Also die Frage an beide Herren vielleicht. Ich kann anfangen, der mexikanische Finanzminister hat 1972 an so einer Schuldenkonferenz gesagt, wenn ich der Bank eine Million schulde, dann habe ich ein Problem, wenn ich der Bank eine Milliarde schulde, hat die Bank ein Problem.
Und darum hat eigentlich China ein Problem. Die haben, eben weil wegen diesen Ungleichgewichten in den letzten 30 Jahren, einen massiven Überschuss kreiert. Aber wo wollen sie die 3'000 Milliarden Dollar investieren sonst? Sie können die nicht unter der Matratze tun, sie können nicht Euro kaufen. Und vor allem, wenn sie einen Renminbi kaufen, tun sie ihre Eigenwährung massiv stärken und ihren Export total schwächen. Also eigentlich haben die Chinesen gar keine Wahl, als das in T-Bahn zu investieren, weil das ist bei weitem, oder so. Amerika ist ja bei weitem die grösste Wirtschaftsmacht und vor allem die liquideste. Und das ist eigentlich das Einzige, was sie investieren können. Und darum, eigentlich auf beide Seiten, ist es fast wie Atombomben, so Mutual Assured Destruction. Also die Chinesen können eigentlich nicht aus dem Dollar raus, weil sonst machen sie ihrer Währung und ihrer Industrie einen riesen Schaden. Und gleichzeitig können die Amerikaner nicht irgendwie Chinesen irgendwie ausschliessen, weil dann haben sie ein wahnsinniges Problem. Und darum, ich glaube, das ist nicht etwas, was jetzt sehr stark gebraucht wird im Machtpoker. Die Chinesen haben einmal vor etwa 7 Jahren, dort nach Tiananmen, haben sie gesagt, haben sie mal deklariert, sie werden jetzt weniger T-Bonds kaufen, was erstens Zins in Amerika aufgetrieben hat, aber vor allem der Renminbi aufgetrieben hat. Und es haben dann beide Seiten gemerkt, das ist nicht das Instrument, mit dem sollte man spielen. Also darum, ich erwarte keinen Einsatz für diese Situation. Für Danke. Beide Seiten nicht. Herzlichen Dank. Wir haben da noch ganz einen interessanten Input, eine Frage auch an beide. Eine Frage an beide. Also ich möchte zuerst noch sagen, das, was der Nawil gesagt hat, das kann ich alles unterschreiben. Danke. Also, okay. Also jetzt meine Frage an beide. Wieso ist die von mir aus schärfste Waffe der Chinesen noch nicht erwähnt worden, nämlich die Cyberwaffe, die zum Beispiel in Afrika, und da kenne ich mich aus, verheerende Folgen hat? Vielen Dank. Ja, also, ich kann es vielleicht sagen, wir haben es nicht gesagt, also wir haben es ja angedeutet, also Huawei ist eigentlich ein Symbol für diese Thematik. Oder? Jetzt, beide Seiten brauchen natürlich Cyberwaffen. Also, ich meine, da müssen wir uns keine Frage stellen. Also was die Chinesen wissen, wissen die Amerikaner auch. Das Problem ist, die Chinesen tun das, was sie stellen, tun sie ihren Firmen zum Nachteil von anderen zur Verfügung stellen. Die Amerikaner machen das nicht und sonst wüssten wir nach all diesen Leaks und all diesen Sachen, die rausgekommen sind, wüssten wir das. Und das ist vielleicht das Gegengewicht. Aber was es klar heisst, ist, wir müssen in der Schweiz etwas machen. Zum Glück tut die Schweizer Armee dort etwas. Es hat jetzt eine neue erste Rekrutenschule in Cyberwar. Es gibt jetzt ein erstes Bataillon von 600 Cyberwar-Spezialisten und so weiter. Ich meine, das ist eine echte Gefahr, dass eben ausländische Unternehmen, auch die Amerikaner, wenn es mal schief kommt, können auf unsere Kernkraftwerke, auf unsere Elektrizitätswerke, auf unsere Staudämme, auf unsere Telekom, auch eben in die Firmen, in die ganze Logistikkette können eingreifen. Und darum ist auch das Risiko. Mit 4G ist das Risiko noch nicht so gross wie mit 5G. Und ein Land, das anders tickt wie wir und auch klar expansiv ist, ist ein Nervenzentrum für unsere IT-Systeme hineinlassen, ist einfach eine Gefahr. Aber ich glaube, die Gefahr die besteht. Aber sagen wir so, da gibt es keine Gute und Schlechte auf der Welt. Es gibt nur die, die ein bisschen mehr Interesse haben, expansiv zu sein, und die vielleicht die, die ein bisschen weniger Interesse haben. Aber da müssen wir etwas machen. Und da müssen wir als Schweiz ganz, ganz aktiv sein, im Bankensystem, überall. Da sind wir am verletzlichsten, weil es geht nicht mehr um Panzer und es geht nicht mehr um Flüger, sondern es geht effektiv und da sind wir verletzlich. Hans-Rudi Schmid, mich würde Ihre Meinung dazu noch interessieren. In der Tat, ich glaube, das ist etwas, was kaum jemand abgesehen kann. Der, der die meisten Finanzmittel hat, der, der am mächtigsten ist, der, der die grösste Bevölkerung hinter sich hat, der kann dort sich einen Vorsprung erarbeiten, den heute im Moment niemand hat, der verteilt ist auf beide Grossmächte. Wer jetzt von welcher Grossmacht, wir sollten da mehr Angst haben auf diesem Gebiet, da bin ich weniger sicher. Ich glaube, wer da mit wem teilt, oder in seinem eigenen Aufbau, ob es ein sogenanntes Privatunternehmen ist, Boeing oder Google oder weiss ich was, wo das der Regierung gibt oder umgekehrt. Und das sind Finessen, wo am Schluss unsere Sicherheit nicht grösser oder kleiner machen. Aber ich glaube, das ist eine ganz ernsthafte Frage und Bedrohung. Und jetzt zuletzt, glaube ich, ist die Konfrontation zwischen Amerika und China, die läuft über das Thema. Also da hat Amerika jetzt Angst und wird so lange es noch möglich ist, da eben nicht der Wettbewerb, sondern die Eindämmung.
Und ob diese Eindämmung, ob die noch ein Wohl bringt für uns alle, das weiß ich so wenig wie sie allein. Wir haben da einen Moment schnell, wir haben da einen weiteren Input. Vielleicht können wir uns darauf einigen, ein bisschen kürzer der Input, ein bisschen kürzer die Antwort. Es gibt nämlich, sind noch ein paar Hände in die Höhe gegangen. Bitte schön. Die kommunistische Politspitze hat in China beschlossen, 900 Milliarden zu sprechen, um die Seidenstrasse zu Land und zu Wasser auszubauen. Und ich möchte gerne die beiden Herren fragen, die Referenten, wie sieht unter dieser Prämisse der Businessplan von der Zukunft aus? Für wen? Für unsere Firmen oder für wen Businessplan? Das habe ich den Satz verstanden. Wie sieht was aus? Wie sieht der Businessplan von der Zukunft aus westlicher Optik? Unter dieser Prämisse? Also der Ausbau, dass der Commitment da, die Nachbarschaften einzubeziehen und die Bereitschaft zu investieren in die Infrastruktur der Nachbarstaaten, um das geht es ja eigentlich. Das eröffnet für uns alle die Möglichkeit, dass wir den Kontinent Eurasien erfahren als Einheit. Das ist etwas, das nicht möglich war in der Vergangenheit. Wir haben ein Europa, wir haben ein Asien, das sich dadurch definiert hat, dass wir weiter sind und die anderen Barbaren. Jetzt kommen die rauf und wir haben einen vergleichbaren Entwicklungsstand und jetzt werden die Gleise gelegt. Ich glaube, Businessplan für euch Schweiz, da müssen wir gar nicht gross denken, für das sind wir viel zu klein, aber jeden einzelnen Unternehmer, der sagt, da werden Gleise gelegt, die kann ich brauchen. Danke vielmals. Gut, ich würde einfach sagen, es kommt darauf an, wo die Gleise gelegt werden und wer Interesse hat an diesen Gleisen. Und ich habe es vorher gesagt, das ist eben die Geschichte mit Kenia und die Geschichte anderen, Belt and Road, das ist eben die Seidenstrasse. Und ich glaube, es hat jetzt schon eine ganz klare geostrategische Zielsetzung für die Chinesen ist, den Kontinent zu kontrollieren. Und man sieht auch, dass sie in Aserbaidschan und in vielen anderen Ländern ihre Sicherheitstechnologie, die sie im Land sehr effizient einsetzen, 600 Millionen Videokameras mit Face Recognition, 2 Millionen Sensoren, tun sie jetzt in die westlichen Länder hineintragen. Aber natürlich unter der Prämisse, dass sie nachher Kontrolle haben über die Länder und die Diktatoren nehmen das sehr gerne an. Also auf der einen Seite ist das ganz nett, die Schiene. Die zweite Frage ist aber, was ist die Zielsetzung hinter denen Schienen, das ist nicht eine gutmütige, wir tun allen Ländern von dieser Welt ein bisschen helfen, das ist geostrategisch ein klar expansionistisches Ziel für die Chinesen, wo wir sehr genau anschauen müssen. Danke vielmals, da bitte Sie. Ja. Nein, Moment, Entschuldigung, noch hinten dran, ist vorhin gewesen und dann Sie. Herzlichen Dank für die interessanten Ausführungen. Ich möchte vorausschicken, dass ich selber mein ganzes Berufsleben in den USA geschafft habe, in China geschafft habe und in Japan vor allem. Also ich kenne ein bisschen die Mentalität da links und rechts. Jetzt landet seine Vorteile, seine Schwerpunkte. Nur wenn man 20, 30, 40 Jahre zurückgeht, ist Amerika industriell abgegangen, technologisch retro gemacht. Sie sind sehr gut in den Chips, sie gehen in der Software, aber alles, was Maschinen sind, Autos sind und sonstige Technologie sind, wo in Europa stark ist, ist Amerika sehr zurückgegangen. Man sieht das Ganze an der Infrastruktur in Amerika, wo eigentlich ein unterentwickeltes Land darstellt, im Prinzip. Aber zu den Spielregeln haben Sie noch etwas erwähnt, how to do business. Amerika hat jahrzehntelang die Businessregeln diktiert, in Europa und im Fernen Osten. Wie macht man Business? Und take it or leave it. Ich kenne nur das. Und man muss sich arrangieren. So, jetzt sagen die Chinesen, so werden wir es haben. Okay. Entweder werden wir es oder werden wir es nicht. Aber China hat gezeigt in den letzten Jahrzehnten, wie sie einen Aufbau sich geleistet haben und was sie erreicht haben. Darum glaube ich, der Handelskonflikt ist gar keine große Sache. Wirtschaftlich, die Chinesen werden da aussitzen. Und wir nur warten, bis die Wahlen da sind. Die werden Trump keinen Gefallen machen und da Einigung suchen, glaube ich. Danke vielmals. Danke für Ihren Input. Sie sind dran. Man hat mir jetzt gerade gesagt, man würde gerne so um 20 ab langsam abschliessen. Bitte halten Sie sich kurz. Eine kurze Frage an Herrn Schmidt. Wie erwarten Sie, dass der Konflikt in Hongkong enden wird? Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. So wie er viele von uns überrascht hat, oder ich glaube ganz Hongkong,
so wenig weiß man, wie das weitergeht. Was zu erwarten ist, ist, dass Chinas Festland Peking sehr viel Geduld zeigt. Auf der anderen Seite, dass Carrie Lam, wo der Verwaltung vorsteht, dass sie über kurz oder lang wird ersetzt werden müssen. Das wird auch mehr und mehr angenommen. Aber wie sich die aufgestellte Problem, das Auseinanderdividieren von der Stossrichtung. China hat Wellen, dass über die mittlere Sicht, dass man zusammenwächst, nicht zuletzt auch wegen Taiwan. Da haben wir gesagt, One Nation, Two Systems, und hat eigentlich erwartet, dass über die Zeit, dass man da einander ähnlicher wird. Und der Konflikt, der jetzt hier aufgegangen ist, der deutet eher auf ein Auseinandergehen, was China nicht wird tolerieren. Eine Möglichkeit ist, dass Hongkong zuschaut und sich selber lässt zerstören, weil China braucht es nicht mehr. Über Grenzen haben wir Shenzhen, wo inzwischen viel grösser ist als Hongkong. Wir haben Shanghai, wir haben das Sprachrohr zur Welt, wo China sagt, ja, wenn das so missverstanden wird, dann dient es mir auch nicht mehr. Vielleicht wird das aus Sicht von China einfach etwas, wo wir verschwinden und über die Zeit übernommen werden durch Festlandchinesen, was man ja sieht schon im Aufkauf von den Aktiven, von den Unternehmen in China, wenn man die englischen Hongs anschaut und anders. Die Prognose die ist enorm schwierig, im Moment sieht es nicht gut aus. Die letzte Frage kommt von Ihnen. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass die USA die Schweizer Pharmaprodukte mit Zöllen belegen? Null. Muss ich kurz oder darf ich zwei Sätze sagen? Nein, also die Gefahr ist absolut. Also Sie haben das gelesen in der Zeitung. Der Ursprung war, die Nummer 2 bei US Trade Representative Office hat ein Meeting mit ein paar CEO von ausländischen Firmen und hat so ein bisschen laut gedacht, wir sollten ja vielleicht mal etwas machen. Oder? Jetzt, das Faktum ist, Schweizer, aber auch andere Ausländer sind wahnsinnig investieren in Amerika, haben wahnsinnig viele Arbeitsplätze, tun sehr viel Know-how reinbringen nach Amerika, zahlen sehr viel Steuern. Und das sind eigentlich die Letzten, die auf so Zölle kommen. Oder? Und alle haben ein bisschen hyperventiliert. Und auch, wo der Parmelin beim Ross, also beim Commerce Department, Commerce Secretary war, hat er gesagt, es ist nie diskutiert worden. Trotzdem ist in den Medien immer wieder gekommen. Weil das so eine gute Mediengeschichte ist. Aber es ist wirklich nur eine Mediengeschichte. Ich kann es auch mit der amerikanischen Botschaft, mit der Schweizer Botschaft diskutieren. Die haben alle gesagt, vergiss es, das ist nur eine Mediengeschichte. Besten Dank. Ich möchte Ihnen, Herr Schmid, zum Schluss noch eine Frage stellen. Und zwar die Faszination, die Sie haben für Asien und für sich, aber jetzt auch noch gerade für China im Besonderen. Wo kommt die her? Das verwünscht mich halt, die Frage. Ursprünglich, als ich nach Asien bin, war es das Wachstum, das ich da gesehen habe. Später ist dazu gekommen, ich glaube, Kritik an der Verwaltung des Kapitalismus im Westen. Ich glaube, wir haben uns viel erhofft nach dem Fall der Mauer im 89 alle und haben gesagt, wow, da sind wir jetzt und das ist die einzige Ordnung. Und ich glaube, wie die verwaltet worden ist, also der Kapitalismus hat sich einfach aushöhlen von innen und das ohne Ende. Und jetzt haben wir hier eine Antithese, die anwächst, die frisch, frei, fröhlich noch ein bisschen mit mehr Druck auf dem Stock da etwas auch machen will, das zum Ziel hat, die eigene Bevölkerung zu einer, wie Sie sagen, prosperous society oder harmonic, die vorzubringen. Und da tut mir auch der Effort ist noch jünger, ist noch kräftiger, ist noch konsistenter und wir im Westen haben da zunehmend das Problem, dass wir die eigene, schöne, geschaffene Welt ein bisschen rauch mit ihr umgehen. Und ich finde es da schön, dass man da eine Antithese hat, wo nicht unbedingt besser muss bleiben für immer, aber letztlich auch könnte ein Gedankenanstoss sein, um das eigene Haus in Ordnung zu bringen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich will mich wirklich bedanken bei Ihnen beiden für das super anregende Gespräch. Ich will mich bei Ihnen bedanken für die Inputs und Fragen, die von Ihrer Seite gekommen sind. Turi, du hast absolut recht gehabt. Das ist immer eine gute Stimmung. Und ich will mich einfach bedanken und dir noch Schlusswort übergeben. Vielen Dank, Martin Naville. Danke vielmals. Danke vielmals, Hans Röder Schmid. Danke vielmals. Danke.
ab da traue ich mich fast nicht mehr auf die Bühne rauf, nachdem so drei versierte, eloquente, intelligente Leute geredet haben. Da weiss ich fast gar nicht mehr, was sagen. Ich habe eine wahnsinnig spannende Diskussion gefunden, muss ich sagen. Super moderiert. Ich hätte noch lange zuhören können. Ich habe gesagt, das ist jetzt fertig, weil wir schon überzogen haben. Ja, was soll ich noch sagen? Ich habe verstanden, dass wir Amerika und China haben und beide haben nicht die gleiche Bibel gelesen und beide brauchen nicht die gleiche Waffe. Die einen haben Schulden und die anderen brauchen Dollar- und Flugzeugträger, oder? Und wir Schweiz müssen keine Angst haben, weil es nichts passiert. Und es ist auch alle müssen keine Angst haben, weil es viel Lärm um nichts ist und es ein Wahlkampf ist. Und im Wahlkampf ist es gut, wenn man einen Find hat. Das habe ich verstanden, kurzfristig. Und langfristig habe ich aber auch verstanden, dass es ein Systemwettbewerb ist, dass man zwei verschiedene Systeme hat. Eins, das man besser kennt, eins, das man nicht so gut kennt. Und dass es ein kleines Land, das nicht viel zu berichten hat und sehr abhängig ist vom Handel, sicher wertvoll ist, wenn man den, den man nicht so gut kennt und nicht so gut versteht, besser kennenlernt. Das ist sicher gescheit. Und nicht blind auf eine Karte setzen. Obwohl uns das näher ist, die eine Seite. So habe ich das verstanden und ich habe verstanden, dass unser Bundesrat bislang eigentlich eine gute Politik geführt hat und mit dieser Neutralität muss schauen, dass man das optimal kann ausspielen kann. So, das ist für mich, was ich mitgenommen habe. Andi, ich werde jetzt gleich noch eine Frage stellen und nehme mir das Recht raus und Sie müssen noch 5 Minuten verharren, wenn die Antwort nicht allzu lang ist. Und zwar möchte ich bin ja Vertreter von einer Bank. Der Herr Schmid fragt im Zusammenhang von dem Handelskonflikt, ist es ein guter Zeitpunkt, um in chinesische Aktien zu investieren, oder ist es ein schlechter Zeitpunkt? Oh, jetzt muss ich auf die Bühne. Ich habe also nicht zahlt. Aber selbstverständlich ist es ein guter Zeitpunkt. Gut. Und nicht zuletzt darum, weil man das China jetzt relativ günstig haben kann. Man kann PIs anschauen von chinesischen Aktien im Schnittindex. Man kann das vergleichen mit denen in Amerika. Und neben dem Vertrauensbonus, den Amerika hat, ist es natürlich auch die Zinslage. In Amerika haben wir jetzt einen 10-jährigen Bond auf einer Höhe von 1,6%. In China sind wir bei 3,2%. Und da hat es noch sehr viel Raum, geldpolitikmässig etwas zu machen. Jetzt erwarte ich nicht, dass das China sofort macht, weil die haben in früheren Phasen haben sie dann auch zu viel gemacht. Jetzt sind sie recht diszipliniert unterwegs. Aber da ist ein Wertereservoir rum, wo ich in Amerika nicht sehe und wo ich in China sehe, neben all dem, was an Wachstum wird kommen. Aber China tut sich jetzt im Moment auch verlangsamen. Also es ist nicht etwas, das heute oder morgen wird explodieren nach oben. Aber ich habe da jetzt gewaltiges, unendliches Potenzial und das zu einem Preis, der anständig ist. Und Risiken sehe ich eigentlich weniger als in Amerika. Natürlich kommt dann immer, die Unternehmen beschissen alle, oder? Und. Dann kommt das Thema und dann kommt dann unsere Antwort, dann sagen wir, du nicht alles haben. Also da jetzt sind State-owned Enterprises, die arbeiten für einen Staat und nicht unbedingt für einen Aktionär. Da hat es viele Unternehmen, die kleiner sind, die einfach am Markt kommen, damit sie das Geld können abholen können. Aber nachher hat es auch andere. Und das sind freie Unternehmen, die etwas Tolles haben, wo sie besser können als andere. Und sich an denen zu beteiligen, ist doch eine tolle Sache. Dankeschön. Danke vielmals, Hans-Rudi Schmid. Ich kann mir gut vorstellen, dass im Apéro noch die eine oder andere Person auf Sie wie zukommt, ein bisschen genauer wird nachfragen, wo man dann noch sitzt. Investieren, vielleicht haben Sie dann Lust, ein paar Tipps. Duri, gell? Du willst noch mal etwas sagen? Ja, weil wir haben den Abend lang von gleich langen Spiess geredet und Reziprozität. Vielleicht wird Martin Navi noch etwas sagen zu den amerikanischen Aktien. Also ich will wieder über
westliche Aktien reden nicht nur über amerikanische. Aber das Erste ist, solange die Zinsen da sind, wo sie sind, und ich glaube, wir sind relativ einfach lang, dass die Zinsen noch länger da sind, wo sie sind, und wenn sie die Wahl haben zwischen Obligationen 30-Jährige zu minus 30 Basispunkte oder Aktien, oder wenigstens ein paar Dividenden zahlen, wird sowieso der Aktienmarkt wieder lang laufen, vor allem in Amerika. Und dann der grosse Entscheid ist, würde ich in chinesische Aktien investieren, wenn ich Chinesen wäre, sowieso. Aber als Ausländer hat sie ja meistens A- und B-Shares und die Ausländer dürfen nur B-Shares haben. Das heisst, sie wissen, wer zuerst beschissen wird, wenn es mal beschissen wird. Und das Zweite ist, möchten sie lieber in eine Firma investieren, wo sie wissen, dass der Jahresbericht den Warten entspricht, weil sie unabhängig, wo ganz viele unabhängige Tester hat, oder der, wo der Finanzbericht auf Chinesisch ist und von der kommunistischen Partei approved wird. Und möchten sie lieber in eine Währung investieren, die sehr flüssig ist und sehr nachvollziehbar, oder möchten sie lieber in eine Währung investieren, die durch den Staat kontrolliert ist? Und dann haben Sie vielleicht die, Wort, oder die Antwort zu meiner zu dieser Frage. Danke vielmals. Also da in der vordersten Reihe geht es schon wieder weiter mit dem Streitgespräch. Aber ich möchte Sie jetzt bitten, sich bereit machen für den Apéro. Und man hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass Sie möglichst zügig sollen jetzt rausgehen, Richtung Bar. Dann werden da Stühle rausgeräumt und dann gibt es da nachher auch Platz, wo Sie sich dann noch sehr gerne unterhalten können. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir uns dann zustellen zu Martin Nawil und Hans-Rudi Schmid, da wird es noch einiges zum Diskutieren geben. Nochmal, vielen, vielen herzlichen Dank, einen guten Miteinander und viele gute Gespräche. Adieu miteinander.